Philipp holte das ägyptische Buch hervor und las weiter. Man nannte Pyramiden auch Häuser der Toten, tief im Inneren verbargen sie eine Totenkammer. Ich wette, die Mumie wird dorthin gebracht, sagt Anne. Philipp holte tief Luft. Dann traten sie in die kühle, dunkle Pyramide. In dem Gang war es ganz still. Wo war die Katze geblieben? Wir müssen wieder weiter hineingehen. Wir müssen weiter hineingehen, sagte Anne. Der schmale Korridor führte immer tiefer in die Pyramide. Die Luft roch jetzt anders, abgestanden und schal. Ich glaube, wir sind bald da, sagte Philipp. Ertönte plötzlich ein Schrei. Aus dem Schatten trat eine weiße Gestalt. Sie kam direkt auf die Geschwister zu. Die Mumie, sie lebt, schrie Anne. Philipp zog Anne zu Boden. Die weiße Gestalt hastete an ihnen vorbei und verschwand. Eine Mumie, flüsterte Anne fassungslos. Unsinn, stotterte Philipp. Mumien sind nicht lebendig. Was ist das? Sie hat etwas verloren, erklärte Anne und zeigte auf den Boden. Dort lag ein goldener Stab an. Einem Ende war ein geschnitzter Hundekopf. Sieht aus wie ein Zepter, fand Philipp. Das trugen Könige und Königinnen als Zeichen ihrer Macht. Komm zurück, Mumie, rief Anne. Wir haben dein Zepter gefunden. Psst, macht Philipp. Das war keine Mumie, sondern ein Mensch. Philipp blätterte wieder in dem ägyptischen Buch und las: Oft stahlen Grabräuber die Schätze. Die mit den Mumien begraben wurden. Deshalb wurden manche falsche Gänge gebaut, die Räuber verwirren sollten. Also doch keine Mumie, erklärte er zufrieden. Nur ein Räuber, der Sachen aus Gräbern stiehlt. Das musste er gleich notieren. Ui, das ist doch ein Geist, glaube ich. Oder?